Also ich habe den Ton am Laufen, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Markus, du bist der Chef. Das Wort gehört dir. Das ist wieder mal eine extrem lang vorbereitete Rede. Ich muss mich kurz sortieren. Ja, also es freut mich sehr. Also erstmal das Wichtigste, Entschuldigung, wenn ich dir wieder ins Wort falle. Was ist denn? Was ist mit unseren Bärten? Was ist die Idee dahinter? Der Spirit. Unseren Bärten, nicht deinem Bart. Ja, also alle haben es hingekriegt. Unsere Bärte sind natürlich klassische Vertreter des Typus Motorsportschnauzer. Mhm. Und wir sind ja da auf einer legendären Veranstaltung und falls wir da Historisches erreichen, müsste es auch historisch ausschauen. Und deshalb war das Kommando, das die meisten verstanden haben, ja. Motorsportschnauzer stehen lassen. Wir haben uns sortiert nach Bartwuchs, also es ist abnehmend in diese Richtung. Ja, ihr drei seid schon eins. Ich konnte es wirklich nicht machen wegen... Stahlorder. Aus privaten Gründen, Stahlorder. Also, wir machen einen kompletten Film über das 24-Stunden-Rennen. Schnauzer steht, bei dem einen besser, beim anderen schlechter. Was ist die Taktik, Männer? Du bist mir ins Wort gefallen. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wo ich war. Ja, die Taktik wollte man, glaube ich, besprechen. Die Taktik, ah ja. Ja, die Taktik hat der Jörg gestern auf ein Blatt Papier geschrieben, gell? Ja. Du fangst an. Die Taktik, ich fange an, genau. Dann wechseln wir schön reihum durch, dass jeder einmal drankommt. Dann werden wir schauen, wie das Wetter wird. Eventuell nachts auch Doppeldienst zu fahren. Das ist immer ein Vorteil, wenn du ein dubioses Wetter draußen hast und dubiose Bedingungen, dass einer, der bereits im Auto sitzt, auch drin sitzen bleibt, die Bedingungen kennt, bevor ein neuer sich erst darauf einschießt. Werden wir einfach ein bisschen so halten, dass wir uns ans Wetter und an die Witterung draußen orientieren. Wenn es richtig übel ist, dann bin ich nicht erreichbar. Genau. Markus fährt, wenn es sonnig und trocken ist und kein Verkehr, hat er gesagt. Ja, genau. Doppelstint heißt, wie lange fahren wir dann? 14 Runden. 2 Stunden 20 Minuten. 2 Stunden 20 und das ist dann schon lang und auch durchaus anstrengend, ne? Ja. Wir kommen aber zwischendurch ja in die Box, um eben halt wieder so Refreshment im Bart nachschneiden und dann geht es im zweiten Turn weiter. Kämmen. Genau. Ja. Mit etwas Glück. Mit der richtigen Taktik, wenn man vorletzter. Keinen Fehlern vor allem, ist es nicht ausgeschlossen, auch vorne zu landen. Okay, also vorne oder auf den ersten drei. Also ist schon ein Pokal, finde ich schon schön, ja. Aber es ist verdammt schwierig, wenn du ein Auto hast, was natürlich irgendwie 100 PS ungefähr weniger hat als die großen Autos. Deswegen, wir werden einfach auf Ankommen fahren, darauf, dass wir nichts kaputt machen. Genau. Und wir werden dann in 24 Stunden sehen, also ein bisschen mehr noch sind es. Jetzt ist es Mittag rum, 15.30 Uhr ist der Start. Ob das geklappt hat. So, Jörg, du fährst den Start, dann fährst du, gell? Dann bin ich dabei. Dann bin ich dran und dann du. Dann ich. Ja. Wenn die Sonne scheint. So geht's los. Ja. Wenn die Sonne dann nicht mehr scheint, dann fährt gleich wieder der Jörg weiter. Ja, dann können wir weitere Interviews machen. Ja, genau. Ja, und jetzt müssen wir dann in die Box gemeinsam nervöseln, oder? Okay, ja. Der Jörg hat jetzt, glaube ich, noch einen Termin in der Box mit was anderem. Ja? Der Jörg ist vor mir gesessen mit einem Grinser von da bis da. Und hat mir in einer halben Stunde erklärt, wie das ablaufen wird. Und hat einen kompletten Plan gehabt. Und dafür möchten wir bedanken, dass du uns bei Nasen da coacht und durch das Rennen führst und anleitest. Ist mir sehr viel wert, gibt mir sehr viel Sicherheit. Ich würde es mir auch sonst gar nicht trauen, glaube ich, wenn das nicht so eine wie du übernehmen würde. Und jetzt kommt's. Dann habe ich vor kurzem erfahren, dass das dein 20. Einsatz ist. Keine von beiden wurde meine Frau. Was normalerweise nirgendwo gezeigt wird, ist die Fahrerbesprechung, Teambesprechung, Taktik und so weiter und so fort. Da darf normalerweise keiner dabei sein. Aber wir schon. Seppas ist ein Schnauzer, nicht Herzog. Na, wow. Aber Anwendung vom Chef. Oh. Sepp hat sich auch einen Schnauzer stehen lassen. Ja. Ich fange mal an. Briefen, oder? Wie das abläuft. Ja. Möchtest du was sagen, Sepp? Wie gesagt, im Endeffekt, ich glaube, Auto ist sortiert. Wir haben alles fertig. Es ist wunderbar vorbereitet worden. Dank aller Hilfe von Alfred und von Claudio, muss man auch nochmal erwähnen, die da wirklich einen Beitrag gebracht haben. Bremsen sind jetzt nochmal entlüftet worden, sind wirklich hervorragend eingefahren worden vom Workout. Ja. Das heißt, technisch sind wir einwandfrei unterwegs. Hat sich das Bremsen entlüften was geändert? Das Pedal ist einfach fester, stabiler geworden. Ja, wir haben einen definierten Druckpunkt und können uns somit mehr aufs Bremsen konzentrieren. Aber für uns ist jetzt keine Einschränkung. Ist ein Vorteil. Okay, aber
Ich habe jetzt unsere Bremse, die uns mindestens die erste Hälfte begleiten wird im Rennen, eingebremst. Bunte rein, das sind die roten Posten, sind die wichtigen, weil das sind Posten, wo du von außen ans Auto ran kannst, wenn was wäre. Das heißt, wo das Team dir helfen kann, das Auto zumindest wieder fahrfähig zu machen, dass es auf der Strecke in die Box fahren kann. Wenn das Auto bei einem wir erkennen den roten Posten an der Strecke. Ist da irgendein Zeichen? Oder du hast ja die Postennummern alle an der Strecke markiert. Das heißt, du fährst immer den Nummern täglich vorbei. Also rot ist immer auf, wo ein Streckenposten steht. Genau, ja. Also nein, jede Zahl ist alles. Jede Zahl ist klar, aber da war rot ist, Markierung ist eine Öffnung. Ja. Richtig, aber der ist draußen nicht rot. Der ist draußen genauso markiert wie immer, wie alle anderen. Ja. Und wenn es jetzt regnet, dann wird ja der Boxenstopp immer später werden, ne? Weil du weniger Sprit verbrauchst. Das ist richtig. Das heißt, du kannst dann länger fahren. Du brauchst A, länger für die Runde. Kannst aber genauso lang fahren. Mindestens. Und noch länger fahren, genau. Eigentlich. Also wird dann ein 1-Stunden-10-Stint eher anderthalb oder noch länger? Das kann durchaus sein, ja, genau. Das kommt auf einem Verbrauch. Vielleicht machen sie ja verlangsamen sie das Rennen einfach, weil es gefährlich wird zum Fahren. Und sagen halt einfach Doppelgeld überall zum Beispiel. Genau. Wird wahrscheinlich nicht in der Fall, aber trotzdem ist es. Okay, das 1-Stunde-10, 1-Stunde-20 kann durchaus vorkommen. Du hast sind sie immer variabel. Das kann durchaus sein. Du hast ja so eine mega Wetter-App. Was sagt die jetzt so für die ersten paar Stunden? Feucht. Feucht. Ja. Es wird wahrscheinlich also auch. Also pünktlich zum Start, oder was? Kann passieren, ja. Kann passieren. Ich denke, du hast so eine mega Wetter-App. Die kommt noch, die kommt noch. Okay. Der Fakt ist auch, ein warmer Slick funktioniert im Feuchten durchaus, auch wenn du einige Male runterfahren musst von der Linie. Und der Michelin hat grundsätzlich die Eigenschaft, dass auch diese leicht feuchte Fahrbahn ganz gut ab kann. Des Codes, wie stark es regnet, weil, weißt du, wenn du sagst, es regnet relativ stark im Bergwerk. Ich werde nicht relativ sagen. Ja, ja, aber der ist starker Regen. Und das Medium. Ist starker Regen, es ist gibt, definitiv kein Slickwetter mehr. Es gibt Drissel, Medium und Drissel. 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 Drissel, was heißt Drissel jetzt? Drissel ist Nieseln. Ah. Aber in Englisch. Nochmal runter von dem Thema. Aber Bissel und Drizzle ist dasselbe, oder? Ja, aber das passt ja. Wir haben tatsächlich eine realistische Chance bei diesen Wetterbedingungen. Die anderen Cup-5-Autos, die müssen kämpfen, bei denen geht es um was. Wir sind mit dem Permit B quasi ein bisschen untermotorisiert, aber wir haben da einen Vorteil bei den Drizzle-Bedingungen, dass unser Auto mehr beherrschbar ist. Und wenn wir intelligent durchfahren, einfach durchrollen, werden wir automatisch nach vorne gespielt werden. Ja. Wird sicher so sein. Das wäre das absolute Ziel, was wir beim 6-Stunden-Rennen gesehen haben. Keine Berührungen, sauber durchfahren. Wenn der Zwischenfall nicht gewesen wäre, muss man ehrlich sagen, hätten wir die Glasbahnen. Und wenn wir so wieder durchfahren, auf diese Art, genau, dann ist da durchaus eine realistische Chance, richtig weit vorne zu fahren. Auch Top 50 oder Top 40. Die Ruhe vor dem Sturm. Wir werden auch letzte Arbeiten durchgeführt. So, unterm Auto liegt der Claudio. Und das Mäuschen liegt auch unterm Auto. Dominik. Hallo. Zeig dich mal, da ist der Niklas, der will ich mal filmen. Hallöchen. Ja. Was macht ihr denn da unten schon wieder? Wir machen was fest, damit das nicht runterfällt. Was macht ihr? Das klingt echt behämmert, was du hier machst. Ja, das ist, aber das fällt definitiv nicht mehr runter. Wir machen was fest, damit es nicht runterfällt. Das ist ganz eine gute Idee. Ja. Das ist die Liftpumpe. Ja. Da ist die mit Gummis an die Karosserie quasi befestigt, damit die Vibrationen der Karosserie nicht auf die Pumpe übergehen. Diese Gummis sind aber nicht mehr so schön. Ah, okay. Jetzt wollten wir die neu kaufen, gibt es aber nur in Verbindung mit der Pumpe. Okay. Also haben wir uns jetzt was einfallen lassen. Und haben das schön befestigt, damit es nicht in der Pumpe vibriert. Was brauchst du, die Pitsche? Ja. Damit es nicht in der Pumpe vibriert, die aber halt aufgrund dessen, dass die ja da oben fest ist, nicht runterfällt, weil wenn die Gummis wegreißen. Ja, okay. Und das mit den Kabelbindern ist nur eine zusätzliche Sicherung, weil im Motorsport ist das Beste, was du haben kannst, Kabelbinder und Gaffertape. Kabelbinder und Klebeband. Genau, das ist das Beste, was es gibt. Damit reparierst du jedes Auto. Okay. Was ist deine wirkliche Berufsbezeichnung hier vor Ort? Was ist dein Job? Ich habe zwei. Du hast zwei? Ja. Einmal. Macht dich das dann doppelt wichtig auch? Nein, das macht mich doppelt angreifbar. Nee, sag mal, was ist deine... Also mein Gefühl ist, dass du immer über alles Bescheid weißt? Ich versuch's. Bei jeder Frage eine Antwort hast du auf jeden Fall? Auch wenn es eine blöde ist, ja. Ja, aber was bist du? Bist du Teammanager oder? Ja, grundsätzlich schimpfe ich mich Teammanager. Das heißt, diese ganze Organisation, wer was macht, wer in welchem Boxenstopp-Team ist,
Das versuche ich im Griff zu behalten. Und während des Rennens kümmere ich mich darum, dass wir keine Boxenstopp-Clashes mit mehr als zwei Autos haben. Ja, weil wir, wie viele Autos haben wir jetzt, die du managen musst oder die ihr managen müsst? Also wir managen insgesamt 8 Autos, haben aber in der VLN in den letzten Jahren auch schon 12, 13. Ich fahre die Startaufstellung, der Weg ist mir bekannt. Ja. Aber bist du gar nicht aufgeregt, oder? Eigentlich noch nicht, ne. Ich weiß ja gar nicht, wegen was, weil ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja. Das Wetter kann sich ändern, von dem her wäre es ja sinnlos, also auch irgendwas aufgeregt zu sein, entspannt. Was gar nicht eintritt, genau. Ich muss da hinten gehen, aber ich muss auf meinen Chef warten. Dein Chef ist schon lange vorne. Ja, der ist da 10 Meter weiter vorne. Wir stehen weiter hinten. Was da für Glück, ne? Was? Good luck. Jo, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment. Läufst du durch und deine Schwesterautos, alle BMW-Autos werden, ja. Man wünscht sich Glück. Hier und da campern die einen oder anderen. Dann sagt man nochmal hier. Bis dann. Fahrt vorsichtig, fahrt schnell. Und das ist einfach. So ein Gridwalk ist cool. Danke. Danke. Wir kriegen einen Radwechsel mit 4 Leuten in 1,30 kriegen wir es hin. Mhm. Aber. Oder auch in einer Minute, aber wie gesagt, ja. Um 15:07 Uhr muss das Auto auf den Rädern. Ja, du weißt ja nicht, wo es reden ist, wenn du die ganze Strecke nicht bist, den machst. Ich meine, wir haben immer noch die Möglichkeit, zur Not nach der Einführung in der Kreis zu kommen. Ja, klar. Ne? Ich würde es im Moment nicht machen, da kannst du mir verlieren, wie ich will. Macht da gute Stimmung, ne? Ja, konzentrier dich! Ja. Das ist wieder typisch 24-Stunden-Rennen. Kurz vorm Start. Alle müssen schon raus. Eigentlich dürfen wir gar nicht mehr hier sein. Aber fast alle Teams haben jetzt nochmal auf Regenreif gewechselt, weil das, was da hinten kommt, ist irgendwie ein bisschen dunkel und sieht nach Regen raus. Wenn du damit Flicks unterwegs bist, kannst du vergessen. Aber ja, egal. So, das ist eins meiner absoluten Lieblingsautos. Der Manta. Hey! Jetzt raus, die Fahrzeuge, die vorbeifahren, haben noch eine Gießstufe dran. Der Streckenabschnitt hat leichte Feuchtigkeit, aber verschiedene sind trocken. Also ist jetzt eine schwierige Nummer. Aber so wie es ausschaut, ist es besser, vielleicht doch aufs Slick zu wechseln. Wir warten jetzt dann ab. Wenn der Jörg dann reinkommt, soll er dann weiterfahren. Vielleicht nochmal, weil er weiß ja die Streckenabschnitte, wo es feucht ist und wo trocken. Dann kann er besser pushen, als wenn ich erst schauen muss, wo das Wetter wieder passt. Also ich denke, es dauert noch ein bisschen drankommen, aber kein Problem. Bei dem Wetter muss ich wirklich nicht raus. Nee, wollen wir erklären, es wird weniger. Also das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Die wollen mich nur loshaben. Die wollen mich nur loshaben. Das ist eine Lüge. Es regnet eher mehr. Es wird immer noch mehr. Wenn ich wusste, hätte ich mein Kanu mitgenommen, wird auch eine Runde drehen. Alles gut. Okay.
Ringreifen, was willst du machen? Ist das? Ja, genau. Erstmal ohne Quatsch, ne? Wir haben so viele GT3s gesehen, die sich weggebenzt haben. Ja. So viele kleine Autos, die Crossbow, die ja. Also alle haben sich weggedreht, weggeschossen. Ich habe noch nicht so viele Code Browns gehabt, wie der letzte Stunde beim Zuschauen. Wie hast du das Auto auf der Straße gehalten? Ich fand wie die Oma nicht erst damals. Immer schön in der Mitte und nicht so schnell. Ja. Ich hab's gut gefunden. Das hat echt Spaß gut ausgeschaut, also da war echt was geboten jetzt am Schirm. Wir haben einen heilen Spaß gehabt. Das war die Entscheidung war nicht ganz richtig, mit den Ringreifen am Anfang. Wieso gescheiter gewesen wechseln? Oder? Wir hätten 5 Runden richtig knallen sollen und dann auf Ringreifen wechseln und gleich hinten dranhängen. Das passt nicht schon. Wir haben jetzt die ganz großen Kings. Ich habe mir ein bisschen irre machen lassen von draußen. Ja, passiert mir normal nicht, aber es ist ja 24 Stunden. Das war auch so eine diffuse Wetterlage. Ja, normal bin ich da standhafter, aber es war jetzt so, naja, was können wir verlieren? Ja, ja. Wenn du die K5 gewinnen magst, wäre definitiv aufs Links bleiben. Also Trockenheit wäre mir schon lieb, weil was das für Kleinholz war jetzt da in den ersten paar Runden, Alter. Niklas, du musst mir sagen, wenn meine Haare nicht sitzen. Die sind 1A, Mann. Sitzen die Haare? Ja, die sind 1A. Jetzt geht's los, Leute! Alter Schwede. Aufs Licks rausgehen. Wenn ihr das anguckt, zieht immer noch so eine leichte Gischt hinter sich her, also es ist nicht ganz trocken. Kriegst du hin? Ist die Strecke wirklich trocken? Nein, die Strecke ist nicht trocken, ja, aber du musst 3 Runden zurückschauen, wie hat sich's entwickelt, und 3 Runden vorausschauen, wie wird es werden. Und da ist die Prognose eindeutig, dass es keinen Sinn macht, jetzt mit Ringreifen rauszufahren. Das ist sicher. Die anderen auch Slick raus? Ja, der Robi fährt mit Slick raus jetzt. Das Auto, was gerade da war, das schaffst du. Barfuß, überhaupt noch, sonst gar nicht. Ja. Aber für mich als, ich sage immer Kirmesrennfahrer zu mir, ist es halt einfach ein Risiko, was ich noch gar nicht einschätzen kann. Deswegen, ich bin jetzt einfach, ich bin eigentlich gedanklich im Nirgendwo unterwegs und weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber volle Konzentration und dann, keinen Scheiß machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr happy, weil in dem Turn war alles dabei. Also Regen, dass der Wischer nicht mehr verzogen hat. Jetzt zum Schluss ist zum Beispiel auch noch eine Spur trocken gewesen. Geile Nummer. Ich bin so froh. Es ist nichts passiert, weil echt, also da geht das schon. Die fahren da alle öfters und wir kommen da daher und wollen mal einmal da einen rauszaubern. Ist nicht gerade einfach, aber es war sehr spaßig. Das war nicht so gut, ehrlich gesagt. Das Problem war, ich bin im Wippermann, das ist so eine schnelle Passage, hinten über den Kopf gefahren, macht man normal, ganz normal. Und bin dann außen ein bisschen zu weit rausgekommen, bin über den anderen Körper, über den Außenkörper drüber gefahren, habe ihn quasi so zwischen die Reifen genommen. Dann bin ich aufgesetzt, auf den Körper mit dem Auto. Und dabei hat es unten die Leitung vom Differential gekillt, die ist gequetscht gewesen, die haben sie eben gesehen. Die ist kaputt, die müssen die Jungs jetzt tauschen leider. Es hat da hinten weiß rausgeraucht. Und Gott sei Dank haben wir es gemerkt, wenn wir weitergefahren wären, wäre vielleicht das Diff kaputt gegangen, hätten wir richtig gestanden. So kostet es uns wahrscheinlich eine halbe Stunde. Naja, Matthias macht jetzt wieder konstante Runden, den Defekt haben wir gut behoben. Keine Schäden am Auto und jetzt so in einer halben Stunde werde ich das Steuer von Matthias übernehmen. Im vorgewärmten Sitz und die Bedingungen sind auch ganz gut. Die Strecke trocknet auf, es ist neblig, aber nicht so, dass es super kritisch sein wird. Ich freue mich aufs Rennen. War das geil oder war das geil? War geil. Rausgehst, einfach gutes Kühlen aus dem Auto steigen und dann alles gut. Ja, wirklich gut. Wann bin ich wieder dran? Schauen wir jetzt gleich mit Jörg nochmal. Wir haben jetzt ein bisschen angepasst. Einfach, dass wir jetzt auf die Nacht kommen. Mit Markus und mit dem Niki. Niki mag nicht so im Dunkeln fahren, lieber aus dem
Dunklen raus und nicht ins Dunkle rein. Okay. Von dem her schauen wir uns gleich an. Also ich bin fit. Ja. Sehr und gut. Ich hab Bock. Freu mich. Na, gehen wir mal. Es macht so einen scheiß Bock, das ist unfassbar. Nein, es ist echt unglaublich. Es ist wirklich. Weißt du schon, bevor wir einsteigen? Genau. Und dann fahrst du mal rum. Ah ja, geht so. Ah ja, läuft. Alter, das macht so einen Bock. Das ist halt jetzt, der Unterschied ist halt jetzt, ist halt wirklich Rennen. Und nicht Training oder Warm-up oder dies oder Qualifying oder so, sondern jetzt ist Rennen. Und es ist einfach nur krank, weil das ist so geil draußen, weil die ganze Zeit ganz leicht feucht immer noch oben Roh 8. Aber das ist, glaube ich, nur Nebel, was sich auf der Scheibe so niederschlägt. Und es hat so einen Bock gemacht, ey. Hat so einen scheiß Bock gemacht, Alter. Das freut mich. Ich bin, also ich könnte am liebsten sofort wieder weiterfahren. Ohne Quatsch. Das ist echt, also es macht mega Laune. Ich muss immer sagen, bei mir war es am Anfang auch, hat dann noch ein bisschen Düse. Also bei mir war ja. Genau, am Anfang ersten, hast du Düse. Die ersten zwei Runden war ja Schreibtisch am Anschlag. Ja, das finde ich wahrscheinlich nicht so lustig. Und da haben wir dann auch gedacht, vielleicht haben wir noch eine Stufe, aber ich war dann schon ganz hoch und mir ist gegangen und dann wurde es immer trocken. Also ich habe eigentlich alles gehabt, was man irgendwie so hatte. Ja. Aber es war mega. Und es ist draußen so brutal, finde ich, wie es im Training oft überhaupt abgesetzt wird. Nein, es fährt jeder gesittet. Ich glaube, jeder weiß. Also das Ding ist halt, die GT3 sind so viel schneller, dass die wirklich an dir vorbeihämmern, dass alles zu spät ist. Und da denkst du echt so, Alter, was war das denn jetzt? Ja, so fahren die an dir vorbei. Genau. Aber im Qualifying und so in den ganzen Trainings vorher waren die alle viel krasser drauf. Jetzt sind sie echt so, will ich sagen, zurückhaltend, aber sie sind gentlemanmäßig unterwegs. Genau. Hut ab. Was mir noch aufgefallen ist, bin ich eine Runde oder zwei Runden gefahren. Danach war mein Anzug nass. Das freut mich. Woran hat das gelegen? Weil der Schelle vorher so geschwitzt hat. Weil der Schelle vorher den Sitz gemacht hat. Werden wir diese Nacht noch fahren, ja oder nein? Das Schlimme ist, ich konnte es wirklich nicht sagen. Weil ich glaube, meine persönliche Überzeugung, der Rennleiter muss man nachsehen, vor 20 Jahren werden wir wahrscheinlich nur eine Zeit lang fahren mit dem Wetter. Es ist alles ein bisschen anders geworden. Man schaut auf die Sicherheit, ist vielleicht auch richtig. Es hängt ganz vom Nebel ab. Und die Eifel ist dafür bekannt, dass sie vom Wetter her oft Dinge macht, die man nicht so erwartet. Also es kann durchaus sein, dass wir eine Zeit lang da rumstehen oder sitzen. Es ist so, wie es ist. In Gründen der Sicherheit kann man natürlich das verstehen, aber gut, warten wir, bis es weitergeht. Und ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass es morgen in der Früh gleich wieder dann hell ist und kein Nebel ist. Aber wir werden sehen. Toi, 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 das war's dann. Der Stand ist, dass um 9.30 Uhr die Boxenampel grün wird, um 10 Uhr rot und dann wahrscheinlich irgendwann kurz nach 10 hoffentlich der Richtstart sein wird. Der Niki muss wieder Insta-Stories machen. Meine 3 Insta-Story pro Tag jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt und ich hau jetzt eine wirklich mega geile raus. Und da ist er nämlich. Unser Champion ist drauf. Das gibt Content. Aber jetzt mal wirklich eine der geilsten Stories in meinem Stint. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch so ein Big Banger BMW M6 GT3 fährt da so vor mir. Ich merke, ich komme näher und ich habe ihn überholt. Ich habe ihn überholt, also er ist jetzt endlich wirklich gestanden, wie oder? Wie hast du das gemacht, Niki? Und warum konntest du ihn überholen? Ich habe natürlich nicht nachgefragt, ob ein technischer Defekt oder falsche Reifen oder was auch immer drauf, ja. Aber es ist halt die Möglichkeit schon und es war jetzt nicht, dass er gestanden ist, sondern er ist einfach auch gekommen. Also, ja, das ist schon sehr Haken dran, genau. Bucketlist, Haken dahinter, ja. Läuft. Okay. Okay. Ist abgebrochen worden wegen Nebel. Gucken wir mal da hinten runter. Das geht nicht.
kannst hier keine Rennen fahren im Moment. Da runter sieht es fast noch ein bisschen schlimmer aus. Also ich weiß nicht, wie man das machen soll. Das Ding ist, man kann natürlich jetzt unterm Safety Car starten und du kannst, es soll wohl tatsächlich Streckenabschnitte geben, wo die Sonne scheint. Und da kannst du natürlich frei fahren lassen, den Rest machst du Code 60. Das geht alles, wir sind sehr gespannt. Es ist jetzt noch ein bisschen Zeit, dreiviertel Stunde oder sowas, bis es wirklich losgehen soll. Vielleicht hat sich das dann aufgezogen. Aber es ist immer wieder, das war auch gestern in der Startaufstellung, so faszinierend einfach, hier rumzulaufen. Die Big Banger, da steht ein alter E92er BMW. Unser Baby in der Mitte dazwischen, das ist einfach grandios, diese Bandbreite von Motorsport, die unterwegs ist, ich liebe das einfach. Und ja, ich bin echt traurig, dass wir die Nacht nicht gefahren sind, weil das ist das, was ich liebe. Die Hauptsache ist, unser Auto schaut am besten aus. So, 10.40 Uhr ist es jetzt. Wir hätten ungefähr noch 4,5 Stunden Zeit bis Rennende. Wir stehen alle am Start. Das Wetter lässt keinen Restart zu. Jetzt warten wir alle, was passiert und hoffen, dass nochmal das Rennen gestartet wird. Ich würde mich schon sehr freuen. Es ist unser erstes Mal in der Konstellation. Und das 24-Stunden-Rennen ist natürlich was ganz Besonderes. Und wäre schade, wenn wir das im Stand beenden würden. Ja, genau. Jetzt haben wir bis zum Start Safety-Car-Phase. Wir haben jetzt die komplette Runde durchschleifen und je nach Nebel kann es gut aus sein, dass die in der zweiten Runde dranhängen. Die Daumen drücken, was ich auch gerne mache, aber heute wird's kalt. Das ist ein Ding, ey. Boah. Das war so krass. War gut. Habt ihr das Bild gesehen? Welches? Ich habe einen Abflug gehabt auf der Grand Prix-Strecke. Ich habe nach dem Schumacher S habe ich angebremst, Vollgas und dann plötzlich tut. Nur einfach so vom Anbremsen. Nö, war nicht im Bild. Bin fast wahnsinnig geworden in der Karre. Es muss irgendwas am ABS gewesen sein. Ich hab's gehört. Ja. Aber also, jetzt geht er wieder. Ich würde ja etwas sagen, aber... So, Mütze abgewunken, oder? Ja. Und der Tanzer vorne weg! Auf Rundstrecke. Sollten wir öfters machen. Ja. Genau. Schiebert. Einen geilen Hintern hat der Typ. Kleines Team. Ja, der hat ein bisschen gelogen mit dem Kratzer, aber unterm Auto sind schon. Unterm Auto sind Kratzer? Wo kommen die denn her? Spielen wir die noch mal hin, ne? Es ist ja so, vor dem Rennen hat man ja doch
Bubble. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist es einfach ein erlösend, befreiendes Mega-Gefühl, weil es so Spaß macht. Ja, es hat so Spaß gemacht und ganz, ganz viele Leute haben sich weggeschmissen und wir sind auf der Strecke geblieben und wir haben zu Ende gefahren. Also alles gut. Genau. Spaß hat's gemacht. Nächstes Jahr greifen wir wieder an. Auf jeden Fall. Los, bitte, also, los. Wir sind dabei. Tschüss. Ciao. Yippie!